Also im schlimmsten Fall haben wir ja die Full Health Pille auch noch. Oh je, meine. Aua. Das war jetzt kein Aufruf, mich zu hauen, damit ich sie möglichst schnell benutze, Freunde, ne? Das ist doch klar. Boomerang-Typ, ey. Trotzdem, ein Treffer für so einen Raum ist für meine Verhältnisse schon eigentlich wieder gut. Wow. Ja, genau. Laser me to death, du blödes Ding. Oh Mann, ey. Oh, geh weg. Oder für einen Typen, der am Seil hängt, ist der noch ziemlich beweglich, finde ich. Das darf der gar nicht. Wieder nur Dreck. Ich hoffe jetzt halt nur nicht, dass da noch die Boomerang-Typen rauskommen, weil die verstecken sich ja manchmal unter denen. Und wenn die dann platt sind, dann kommen die auf einmal raus und sagen, ha... Grad sag ich's, fuh! Na, ist wenigstens nur einer. Ja, aber das hat jetzt gerade voll gepasst, oder? Mann! Als hätte ich's geahnt. Man weiß es nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Last. Ja, der ist halt ziemlich schnell. Aber sonst kann der, glaube ich, nicht so viel. Schnell laufen und mich angreifen dann, wenn er mich trifft. Das sieht immer so aus, als würde er kurz vorher mich dann einholt, dann wieder langsamer werden. Machen die das mit Absicht für die Dramatik? Ja, aber stehen bleiben und... Ja, genau, weil treffen kann er mich halt doch irgendwie. Naja, egal. Nochmal Range Up, alter Schalter. Die packt mal wieder schön ein. Also die muss ich wirklich erst nehmen, wenn es dann wirklich eng wird. Vorher kann ich ja nochmal den Schild zünden. Na los! Reck dich, streck dich! Und verreck endlich! Oh mein Gott! Entscheidet euch doch mal für eine Richtung, ihr Idioten! Ich hasse das, wenn Gegner sowas tun. Ne, ich renne nach rechts. Okay, dann gehe ich nach links. Nein, jetzt doch nach links. Oh. Sag mal, erreiche ich den überhaupt? Ja, tue ich. Goal. Goal, goal, goal. Machen wir es halt so. So, und jetzt an die Ecke. So. Sehr nice. Na halt, da war ich schon. Seht ihr? Aus Verdacht wird einfach mal geschossen. Wow! Ach ja, das Lachen sollte mir eigentlich immer zu denken geben. Ich vergesse es trotzdem irgendwie immer. Wow! Ich weiß zwar nicht, warum ich keinen Schaden kriege, aber ich beschwere mich nicht. Ich glaube, das waren zwei Hände, die sind jetzt beide platt, ne? Dann müsste das in der Hinsicht wieder passen. Okay, einer von den Blobs noch. Oder was auch immer. Die sehen aus wie Greed, ne? Also wie der Boss Greed. Nur halt ohne Körper so. Ach komm, übertreib, ne? Zweimal der gleiche Raum, was soll die Scheiße? So echt verarsche. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Räume nacheinander hat, die exakt gleich aussehen, ey? Bei sowas habe ich dann wieder Glück, oder wie? Wenn man das denn so nennen mag. Abartig. Oh, Bombe nehmen wir mit. Genau. Und hier ist schon wieder vorbei. Blutspende-Dings. Nee.
Nicht so. Oh, Eternity Art, okay. So, Katja, pass auf, ich sammle das jetzt nicht ein. Ich hab's mir gemerkt. Beim einen Mal habe ich das ja auch schon auf die Reihe bekommen, aber manchmal läuft man halt aus Reflex drauf. Das ist dann wieder die Gier, so nach dem Motto, boah, ein Item muss ich einsammeln. Dann ist es, glaube ich, wert. Ich habe so viele Schlüssel. Die können wir auch in Bomben investieren. So, ich mach mal lieber, weil in dem Raum ist das, glaube ich, sehr angebracht. So, jetzt muss ich mich halt wieder bewegen, weil Invincibility ist vorbei. Aber einen Großteil haben wir abgeräumt. Ein, zwei müssen noch da sein, sogar nur noch einer. Bingo. Oh, der schießt aber in beide Richtungen, muss ich aufpassen. Zum Glück kann er nicht nach rechts oder so oder nach links und nach oben oder unten schießen. Das wäre frech. Das war wieder so ein Raum potenziell, ja, du stirbst jetzt einfach mal innerhalb von ein paar Sekunden. War eine gute Entscheidung, dass ich eben das Book of Belial nicht genommen habe, dafür das Ding hier. Weil der Schaden, der passt schon irgendwann so ein bisschen. Payment received, was auch immer. Oh shit. Dann ist es auch wieder so ein Arschlochraum. Viel zu enger Raum mit viel zu vielen von den Typen hier. So. Ja. Ebene clear, auf zum Boss. The Bloat. Okay, also nicht an der Seite von ihm stehen. Nicht so wie beim Isaac Run. Also beim Normal Run, sage ich jetzt einfach mal. Ja, komm doch. Spielzeug für dich. Noch eins. Na, der Laser, der auch nach unten. Okay, Full Health Pille, ole. Oh, verreckt doch einfach. So, was macht denn der? Der breitet sich aber ganz schön aus. Wow. Okay, scheiß auf die Bomben, wir machen einfach drauf los. Okay, er hebt ab. Und nochmal. Und wenn er es nochmal macht, ja, jetzt fliegt er. Tot ist er! Oh, noch mehr HP ab. Alter, jetzt wollen sie es aber wissen. So, Eternity Heart nicht vergessen. Da haben wir noch gar noch eins mehr. Und dann sind wir, ja, dann sind wir schon bei, warte mal, 6, 7, 8 Herzen. Das ist okay, würde ich sagen. Plus Invincibility. Die Full Health Pille habe ich ja verschreddert, aber ich glaube, das war sinnvoller genutzt, würde ich sagen. Und dann passt das eigentlich. Und dann kommen wir tatsächlich mal in die letzte Ebene. War ich da überhaupt schon in der Challenge? Keine Ahnung. Aber noch lange nicht gewonnen, Freunde. Wobei ich mir ja den Mutterkampf schon irgendwie lustig vorstelle. Sollte der Radius so irgendwie passen, bleibe ich in der Mitte mehr oder weniger stehen. Oh je. Invincibility, ole. Los, mach hin jetzt, stirb doch. Sag mal, das blöde Herz hält ja ends viel aus. So, jetzt machen wir kurz den Stinker. Bevor der mir hier irgendwo drauf hopst. Ja, ja, genau. Das meine ich eigentlich. Naja, egal. Einmal ist keinmal. Yippie! Ich glaube, das Herz habe ich vorhin einfach nicht richtig getroffen, weil das ging jetzt schneller tot. Weil ich mich nochmal ein paar Schritte bewegt habe danach. Alter, im Ernst? Naja, okay, warum nicht? Schon wieder absolut identischer Raum wie mit dem vorhin. Ich habe gerade ein Glück. Zweimal doppelter Raum. Interessant. Und da haben wir den Shop. Aber nicht den Candy Shop.
50 Cent hat hier nichts zu melden. Was hat mein Kumpel Manu mir immer für einen Witz erzählt? Von wegen hier. Ey Papa, krieg ich 50 Cent? Ich will auf 50. Ich hab versaut den Witz. Gott, bin ich dämlich. Nicht mal das krieg ich gerade hin. Die Bibel. Ach, scheiße. Das wäre ja noch einfacher gewesen. Instant Win. Ich bin so ein Esel. Ich hoffe, dass ich nochmal Münzen zusammenkrieg. Ach Gott, bin ich doof. Ich könnte mich schon wieder aufregen, ey. Aber wie war der Witz noch gleich? Ey Papa, krieg ich Geld für 50 Cent Konzert? Und dann sagt der Papa, ey, hier hast du 1 Euro, nimmst deinen Bruder mit. Irgendwie so. Ich weiß, den habe ich voll versaut, den Witz jetzt, aber ist egal. So, wir kriegen auf jeden Fall die 15 Münzen für die Bibel zusammen. Das heißt, wir haben einen easy win, wenn ich den Bossraum denn erreichen sollte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ja, sieht doch gut aus. Also das ist wirklich mal... Jetzt darf ich langsam mal anfangen zu sagen, es sieht gut aus. Ohne Angst zu haben, dass das eben fett in die Hose geht. So, die Neugier, die packt uns. May you be pure in your heart. Genau, bringt mir halt herzlich gar nichts, aber ist wurscht. So, wo waren wir? Oben. Ich nehme es jetzt gleich mit. Scheiß auf die Invincibility. Obwohl, nee, ich will nichts riskieren. Nee, ich suche mir erst den Bossraum. Und dann hole ich mir das Teil. Nicht, dass hier noch irgendwie was anbrennt oder so. Damit meine ich nicht das Essen. Aber es gibt ja durchaus so Räume, die einen wirklich innerhalb von kurzer Zeit komplett töten können, weil sie einfach so übertrieben hässlich sind. Lockdown, ja, ist klar. Ah! Noch mehr Gold, jawohl. Brauchen wir unbedingt. What? Wealth of Health. Aha. Was auch immer das bringt. Ich hab's halt. Alter, würdest du jetzt mal? Danke. Wie er einfach mal stehen bleibt. Alter, jetzt trifft's aber richtig gut. Naja, dann haben wir die Challenge wenigstens hinter uns. Kann ich ja doch mal wieder happy sein, nachdem der letzte Run ja auch wieder nicht funktioniert hat. Schon lustig eigentlich, wenn man dann schon weiß, dass es auf jeden Fall klappt. Weil man eben das entsprechende Item gefunden hat dazu. Tja. Nur nicht so viele Münzen ausgeben. Das könnte mich noch killen, wenn ich nicht aufpasse. Aber ansonsten GG, würde ich sagen. Los, stirb! Yay! Ach, Leute. Wisst ihr was? Machen wir diesen hier. Und gehen erstmal durch. Mach ich ja normal nicht, aber eigentlich ist es eh klar. Ich brauche keine Items mehr sammeln. Stirb jetzt. Und dein Kumpel auch da hinten. Mann, wo ist der blöde Bossraum? Da ist der Bossraum. So, jetzt nehmen wir nochmal Invincibility. Einfach nur, weil wir es können. Legen eine Bombe hin, auch weil wir es können. Das ist geil, wenn man einfach mal Schaden macht. Aber ich bin froh, weil das macht echt irgendwie keine Laune mit den Dingern. Ich weiß auch nicht warum. Es gibt so viele Abfuck-Items, aber das ist meiner Meinung nach eins der schlimmsten. Oh Gott, jetzt mach's kaputt. Ach, Secret Room auch noch, komm, weil wir's können. Was auch immer. So, dann holen wir uns die Bibel und dann geht's ab zum Mutterraum. Und ich habe keine Lust auf irgendwelche Experimente. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, ach komm.
wir wollen es doch nicht so einfach haben, aber da die letzten Runs eh alle in die Hose gegangen sind, will ich jetzt mal wieder einen Triumph haben und deswegen erzwingen wir diesen jetzt quasi. So. Ah, auf der Zielgeraden, auf der Siegerstraße sozusagen. Holen wir uns dann die Bibel und dann würde ich sagen, GG und tschüss, Mutter. Ich hoffe, das funktioniert in der Challenge auch. Nicht, dass ich den Mund zu voll nehme und dann doch noch verrecke. Vor allem nicht, dass ich jetzt aus Versehen noch auf die Leertaste komme. Ich habe schon den Daumen ganz weit weggelegt, damit das nicht passieren kann. Aber ich bringe alles fertig, ich sag's euch. Nee, nee. Das wird jetzt schon passen irgendwie. Jupp. So, dann springen wir nochmal die Tür auf, weil auf euch habe ich einfach keine Lust heute. Und dann passt das, denke ich. Wieso brennen eigentlich meine Hände? Fällt mir jetzt erst auf, das sieht übelst komisch aus. Isaac! Na, pass auf. Bäm! Haha! Wird auch Zeit. Was Teufelsraum, ne? Challenge fertig. So, geil. Juhi. Wieder eine Challenge fertig. Wird auch Zeit, verdammte Scheiße. Bäm! In diesem Sinne, Freunde, bin ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen happy. Die Freude ist nicht so groß wie bei der letzten Challenge natürlich, aber das war auch schwer zu toppen nach so vielen Anläufen und Fehlversuchen. Aber immerhin, das hat es geklappt. Danke, Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.